Willkommen zu einer weiteren Folge Medieval Dynasty. Ich nehme gerade Kurs auf Gostovia, habe ich ja gesagt. Bin hier mal eben hingelaufen. Ist auch schon recht spät. Ich muss hier ganz dringend zwei Quests abgeben, die sonst in der nächsten Saison, und die beginnt ja schon morgen, beginnt der Winter, abbrechen würden. Und das wäre schade. Hast du das mit der Quest? Ja, hier. Was kann ich für dich tun? Nee. Ah, hier, zeig mir deine Waren. Whatever you need, I've got it. Sag nicht, ich muss ihn den Weizen verkaufen. Und den habe ich gerade weggepackt. See you soon. Oh. Okay. Nein, ich will jetzt mal ganz kurz hier gucken. Tagebuch. Jetzt will ich mal Alvins. Oh, Alvin seine Hacke. Der ist da irgendwo. Der pennt wahrscheinlich schon. Alvin, deine Hacke. Aber ich meine, die läuft noch nicht ab. Komm mal her, Junge. Ich bin zurück. Hier ist deine Hacke. Ich danke dir. Hattest du genug Münzen? Ja, Kalibor hat es für dich. Ja, Falibor hat es für dich sogar günstiger gemacht. Gib ihm 30 Münzen. Ja, das war genug. Gut, nochmals. Vielen Dank. Ja, weiter. Und hast du dich mit Falibor unterhalten? Was gibt es Neues bei ihm? Ja, das habe ich. Er hat erwähnt, dass er einen Jäger kennt, der nach Käufern für seinen Bogen sucht. Wirklich? Was? Bist du interessiert? Ich weiß nicht. Ich habe noch nie einen Bogen in der Hand gehabt. Wahrscheinlich wäre ich sowieso nicht besonders gut darin. Das weißt du nicht. Bist du es nicht versucht hast. Na los, was denkst du? Du hast eine ganz andere Lebenseinstellung als ich. Aber du könntest recht haben. Ich sollte darüber nachdenken. Gut, dann lasse ich dich jetzt mit deinen Gedanken allein. Bis zum nächsten Mal. So, Alvins Geschichte abgebrochen. Abgefertigt, hätte ich mal gesagt. Und ich muss jetzt mal ganz schnell nach Hause stratzen. Eieieiei. Wie konnte das jetzt wieder passieren, ey? Warte mal, meine Fackel ist gleich im Eimer. Ich weiß gar nicht, ob ich noch eine habe. Ich habe den Weizen Ja, komm, nimm mit. Damit ich gleich eine neue Fackel machen kann. Fackel, Fackel, Fackel. So. Dann kann die ruhig kaputt gehen. So, ganz schnell nach Hause und den Weizen holen. Zum Glück habe ich ihn nicht verarbeitet. Ich stelle mir vor, ich ihn noch verarbeitet. Ich muss ihn den wahrscheinlich verkaufen oder geben. Ich dachte, man sagt ja einfach, jo, hier, dann Weizen, jo, alles klar. Gut ist. Aber vielleicht, nee, Moment mal, vielleicht war die Option auch nicht da, weil ich es nicht dabei hatte. Das ist bestimmt so, ja. Warte mal, dann werde ich die Quest erstmal wieder aktivieren. Alvins Geschichte geht noch weiter. Warte auf die nächste Jahreszeit. Alvin ist so ein Dauerbrenner, ne? Das geht immer hier. Weizenkörner. Abliefern an Sobimir, Weizenkörner. Ich soll Weizenkörner bringen. Ey, dann muss ich das Zeug erst dreschen. Muss ich das auch noch selber machen? Die gehen davon aus, dass ich dreschen kann. Wahrscheinlich kriegst du die Quest aber auch erst, wenn du es wirklich kannst. Also wenn du dann den Schuppen hast. Mach die Fackel an, oder? Nicht das Licht ausmachen. Nicht gut. Ach, ist das schön. Mitten in der Nacht. Wild keuchend durch den Wald laufen. Es gibt es Schöneres. Es tut mir auch wirklich leid, dass ihr immer dabei sein müsst, ne? Wenn ich einfach nur von links nach rechts stratze hier, aber... Ja, was soll ich denn machen? Mann, was soll ich denn jetzt machen? Kann man nichts machen. Ich könnte zusammensteigen, ja, aber... Nee, mache ich auch nicht. Da ist sie. Meine Stadt. Also Dorf. Also Ansammlung von Gebäuden. Aber es ist meine Ansammlung von Gebäuden. Ich habe sie mit eigenen Händen errichtet. Okay, Weizen. Ja, da ist dann hier ein Materiallager auf jeden Fall. Dann wollen wir da mal gucken. Muss ich hier irgendwo Weizen sein? Weizenkörner habe ich, glaube ich, nicht. Weizen, nein. Oh, habe ich viel Weizen. Ich wusste gar nicht, dass ich so viel Weizen habe. Okay. Ja, dann mache ich da mal die Körner draus. Ja, Weizenkorn 23 Mal. Ich habe 0. Also wer das eben mal gedroschen, dann habe ich ja die Körner. Dann gehe ich kurz zu Subimir. Weck den nochmal schnell so. Hol ihn aus dem Bett und gebe ihm die Körner.
Ja, sonst ist die Quest nämlich bald abgebrochen. Ich hoffe, das fängt nicht schon... Warte mal, muss ich hier hin? Weizen. Zack, komm, mach alles komplett. Ja, man sieht leider jetzt nicht viel, aber... Sehr schön. Aber ganz schnell zu Sobimir. Ich hoffe nicht, dass um 12 Uhr hier der nächste Tag beginnt. Man, eigentlich müsste es ja so sein. Wie spät ist es? Wie spät ist es? Dann wäre das bald. Knapp über eine Stunde noch. Ob man das schafft? Eine Stunde nach Gostovia? Ich hoffe. Gib alles. Lauf, lauf. Als würde es um eine Quest gehen, die abbricht. Lauf, Junge. Ich weiß nicht, ob ich das in einer Stunde schaffe, ey. Ich hoffe nicht, dass um 12 Uhr, zack, Jahreszeiten wechselt, müsste ja eigentlich sein und dann abgebrochen. Aber muss ja so sein. Weil nur mit dem Schlafen kann das ja nicht gehen. Ui, Leute. Ich wollte nicht durch euer Gebiet laufen. Alter, schön an den Wildschwein vorbei. Weil ich glaube, Wildschweine kannst du mit der Fackel auch nicht abwehren. Die interessiert das herzlich wenig. Bei Wölfen geht das ja noch. Lauf, Junge. Lauf, lauf, lauf. Was war denn da jetzt wieder für ein Tier? Ein Dachs. Ein junger Dachs. Okay, da ist es, Gostovia. Hoffentlich kann ich den aus dem Bett holen. Hoffentlich hat er keinen festen Schlaf. Sonst packe ich in die Körner, die 23 Körner einfach in die Hosentasche. Das ist auch abgeliefert. Wäre schade um die Quest. So. Oder ist der noch wach? Vielleicht macht er auch Nachtwache, das kann ja sein. Hier machen echt viele Nachtwache. Bist du das? Ja, nee, das ist der um Ecke, ne? Ja, ist das. Schnell, 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 schnell. Nein, du bist es nicht. Sobimir, steh auf. Hier ist das Getreide. Oh, geschafft. Ich danke dir. Wir werden für immer in deiner Schuld. Wir stehen für immer in deiner Schuld. Ich kann dir das eine oder andere über die Landwirtschaft beibringen, wenn du willst. Ja, sicher, danke. Oh, zerstörte Ernte. Und habe ich das noch geschafft oder ist das... 2 Minuten! 2 Minuten! Dann ist es 12. Ja, Jahreszeitenwechsel. Alter, hab ich ein Glück gehabt. Wie? Ah, Quest gescheitert. Also irgendeiner habe ich nicht geschafft. Familienstreit. Ah, verdammt. Naja, gut. Oh, Dobrava hat das für mich. Na, Schatz? Ah, die Quest. Wie geht es dir, meine Schöne? Schatz, ich glaube, etwas stimmt nicht. Oh. Geht es wieder um die Sensensache? Sie kann wirklich nicht noch schärfer. Ich meine es ernst, es geht um unser Kind. Oh nee, sag mir alles. Ich fürchte, meine Schwangerschaft könnte gefährdet sein. Ich fühle mich nicht krank, aber seltsam, ich habe ein schlechtes Gefühl. Was kann ich tun? Ignorieren, bist bescheuert, das ignoriere ich doch nicht. Hol Hilfe. Den nächsten Kräuterkundler, den haben wir doch im Ort hier, den du finden kannst. Ich bin schon unterwegs. Und Mann, ja, beeil dich. Krass. Oh, oh. Ja, sicher ist sicher. Auf jeden Fall ist sicher, sicher. So, für, Tagebuch. Aber ganz schnell. Sicher ist sicher. Markieren. Ich muss so schnell wie möglich finde einen Kräuterkundler. Ja, ich hab doch selber einen Ort. Nee, der reicht natürlich nicht. Komm. Für unser Kind tue ich alles. 450 Meter. Ich schwimme auch durch eisiges Wasser. Ist mir egal. Meine Gesundheit steht meinem Kind, seiner Gesundheit, ihrer Gesundheit, wem auch immer seiner Gesundheit, hinten an. Ja, das tut mir leid, das müssen wir jetzt, das muss jetzt sein. Das ist ein Notfall. Boah, da denkst du einfach, Frau wird schwanger. Kind kommt dann 9 Monaten zur Welt. Nee, hast noch Komplikationen. Und das ist hier auch nicht mal so eben gemacht. Da fährst du nicht mal eben ins Krankenhaus, rufst ein Taxi oder so. Ich finde das immer noch geil, dass der durchs Wasser latscht, ne? Oh, da drüben liegt was. Das können wir mal gleich mitnehmen. So viel Zeit muss sein. Es liegt ja auf dem Weg. So. Oh, Birnbaumsetzlinge. 2 Stück. Richtig gut.
Das ist ja geil. Haferkörner, ja, nehme ich mit. Ist alles eins, ne? Ah, du mit deiner Fackel, Captain. Ja, alles eins, okay. Schnell, beeil dich. Du musst dich aufwärmen. Ach, ich habe die Winterklamotten nicht an. Gut, wärme ich mich auf. Mit einer Fackel. Ich habe die Winterklamotten noch gar nicht an. Das muss ich gleich mal machen. Im Eifer des Gefechts. Ich hätte auch so nicht dran gedacht. Auch wenn meine Frau jetzt nicht krank geworden wäre. Oder das Kind. Dann hätte ich das auch erst gemerkt, wenn ich unterwegs gewesen wäre. Was? So viele Geräusche, Hase. Ist ja unheimlich. Das muss die Ernte auch noch eingeholt werden. Da kann ich gar nicht. Oh Mann. Hier, wer bist du? Kazimira? Greetings, Stranger. Guten Tag, Fremder. Kann ich dir bei etwas helfen? Ja, eigentlich ist es andersrum, aber das kann sie nicht sein. Mir ist so kalt. Könntest du mir warme Kleidung bringen? Ich kann dir im Gegenzug ein paar Tipps zum Überleben in der Wildnis bringen. Ich werde dir etwas zum Anziehen bringen. Ich hoffe. Aber jetzt muss ich erstmal mit jemandem reden, der hier sich in Kräuterkunde auskennt. Ja, klar, das ist die Kräuterhütte hier. Moin. Ich brauche Hilfe, Norbert. Guten Tag, womit kann ich helfen? Ich brauche deine Hilfe. Meine Frau ist schwanger und sie braucht dringend einen Heiler. Was gibt es für Probleme? Ich weiß nicht genau. Sie fühlt sich seltsam unwohl. Ist es ihr erstes Kind? Ja. Das wird schon. Gib ihr einfach etwas Fruchtsaft oder was. Ich habe keinen Fruchtsaft, Junge. Ich habe keine Apfelbäume oder Birnen. Ich glaube, du hast mich nicht ganz verstanden. Du wirst jetzt bereitwillig alle deine Heiltränke und Kräuter einpacken und mir zu meiner Frau folgen. Um mir zu helfen, kapiert? Lass mich meine Taschen holen. Wunderbar. Allerdings müssen wir unterwegs noch ein paar Zutaten sammeln. Nur um sicher zu gehen, dass wir auf alles vorbereitet sind. Alles, was nötig ist. Okay, was machen wir? Abliefern an Dobrava, Trinkschlauch mit Wasser. Eins von zwei? Ich soll diese zwei Trinkschläuche bringen? Okay, so mache ich. Jo. Wo ist denn die? Ist die auf dem Feld? Ist die auf dem Acker? Oh, diese Frau, ey. Oh, Bretter. Ach, stehlen. Ach, der folgt mir jetzt, oder was? Ja, dann komm mal mit. Mal gucken, ob der mit das Wasser folgt. Los, Norbert! Wir haben Wichtiges vor. Ich hoffe, du kannst Kälte gut ab. Sonst braucht er selber Medizin. Ja, Norbert kommt, alles gut. Boah, was ist das wieder spannend, ey. Meine Herren, er hat ganz was anderes vor. Eigentlich wollte die Ernte jetzt einholen, aber sie macht das jetzt anscheinend doch noch. Wenn sie auf dem Feld ist. Diese Frau kann einfach nichts erschüttern. So, mal gucken, ob er mit durchkommt hier. Ansonsten muss ich mir jetzt den Weg über die Brücke bahnen. Komm, Norbert, ist nicht schlimm, ist nicht tief. Komm einfach mit. Und du bist gleich sauber. Ja, komm mit. Ist ja geil. Da warten hier zwei Idioten einfach durch den Fluss. Oh. Ja, aufwärmen ist gerade schlecht. Ich kann die Fackel nicht anmachen. Mal kurz. Das bringt sogar kurz was. Oh Mann. Ja, wir sind gleich raus. Bist du noch da, Norbert? Okay, Norbert ist noch da. Nicht, dass der mir absäuft. Das wäre ja was. Dann säuft mir der Heiler ab. Ich habe doch selber eine Kräuterkundlerin. Nee, die reicht natürlich nicht. Dann brauche ich den Norbert. So, Norbert, wir werden mal kurz einen Umweg machen. Zur Materiallage. Da muss ich nämlich meine Sachen holen. Ah ja, komm, sehr gut. Ja, warte mal, dann hole ich mir gleich noch. Ach, und einen zweiten Trinkschlauch, den ich da am besten voll mache. Guck mal, Norbert, das ist mal Materiallager. Trinkschlauch habe ich ja noch hier. Ja, genau. Zack. Und die Klamotten. Ach, oder habe ich sie in meiner Kiste? Nee. Rasimir Schuhe. Nee, das. Nee, 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 das war. Nee, 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 das sind die einfachen. Ich glaube, dann habe ich die. Habe ich die doch in meiner Kiste.
Ich glaube ja. Da müssen wir noch mal kurz in mein Haus. Norbert. Komm mit. Ach, hier habe ich die ganzen Setzlinge. Das ist ja witzig. Ich habe hier Flachs, Flachshalme. Warte, aber die Klamotten habe ich hier nicht drin. Wo habe ich die hingepackt? So Rasimirs Kniehose. Oder habe ich die mal bei mir gehabt? Nee, ne? Strohhut. Der kann ja auch. Nee, der kann hier nicht rein. Edle Stiefel. Wo habe ich denn die ganzen Wintersachen hingepackt? Oh, Norbert. Ja, komm rein. Ich will raus. Freunde, ey. Wo hab ich denn die Klamotten? Warte mal, ich kann noch Klamotten filtern. Na, da ist es doch. Pelzstiefel. Google mit langer... Genau. Das kann ich auch mal mitnehmen. Das können wir bei mir reinpacken. So, dann wollen wir das gleich mal anziehen. Da. Und Pelzstiefel. So. Sind wir für den Winter gewappnet. Und die anderen Sachen packe ich erstmal rein. Und dann kann ich zu Dobrava. Paff, schön die Tür vom Kopf geknallt. Nee, die will ich nicht. Das, der soll weg. Und edlen Stiefel und irgendwo habe ich dann eine. Irgendwas müsste ich ja noch überhaben jetzt hier. Hä? Irgendwas müsste ich doch noch überhaben. Die Hose. Habe ich keine Hose angehabt? Doch. Ja, Norbert. Norbert. Ja, war. Ah. Gut. Komm erstmal rein. Gesundheit. Oh Gott, der Norbert wird krank. Das ist nicht gut. So, sehr schön. Ach nee, ich brauche hier nur einen bringen. Ich habe das wieder völlig verpeilt. So, wo ist sie? Ist sie hier wirklich auf dem Acker, oder was? Die ist da hinten. Was macht die da? Was fegst du da rum, Frau? Weißt du, bist schwanger, krank? Nö, ich feg hier erstmal ein bisschen rum. Ruh dich aus, wenn du nicht fühlst. Also sie sagt ja, ihr geht's gut, aber... Und, Mann? Und? Was ist die Diagnose, hä? Alles wird wieder gut. Es war wohl nur eine kleine Verdauungsstörung. Jetzt fühle ich mich irgendwie so dumm. Das solltest du nicht. Kein bisschen. Norbert und ich, wir sind total gerne durch den Fluss durch. Er niest schon die ganze Zeit, das ist der krank. Es gefällt mir nicht, eine solche Bürde zu sein. Das bist du nicht. Du bringst gerade etwas fertig, das ich niemals schaffen könnte. Ja, das stimmt. Und alles für unsere Familie. Nichts macht mich glücklicher, als dir dabei zur Seite zu stehen, zu dürfen. Mein ganzes Leben lang musste ich immer stark sein. Es tut gut, auch mal eine Pause einlegen zu dürfen. Und du machst es mir möglich. Danke. Ich bin immer für dich da. Wie du immer für mich da bist. Jetzt ruh dich etwas aus. Ja, Norbert. Ach, er ist schon weg, glaube ich. Norbert ist schon weg. Oder ist er irgendwo umgeklappt? Ja, Norbert, das tut mir wirklich leid. Das wollte ich nicht. Tun. Ja, Hühner, das ist mir schon schwierig mit dem Futter jetzt, ne? Liegt schon wieder ein Ei. Zack. Ja, mach mal ein bisschen Krach hier. Genau. So, wie ist bei euch beiden? Was für eine geile Quest, ey. Ja, wer weiß, was passiert wäre, wenn ich es ignoriert hätte. Gut, vielleicht auch nichts. Aber will ich das riskieren? Nee, will ich nicht. Okay, was wollte ich jetzt eigentlich? Ah, ich muss die Ernte reinholen. Genau, ich brauche eine Sense, ne? Morgen. Oder wächst der noch jetzt? Der wächst noch, ne? Der Roggen. Der Weizen. Oh. Ein Samen hat gefehlt. Ist ja ein Ding. Das ist ja ein Ding. Ja, dann kann ich das noch gar nicht ernten? Ich hätte jetzt gedacht, ist das jetzt schon passiert. Schade. Weizenkörner. Ja, in der Scheune, in der Mühle oder in einem Säckchen beim Sehen auf den Feldern. Frühling, Herbst. Ah, ich hätte gedacht, dass das jetzt schon erntereif ist. Das ist ja doof. Da muss ich das jetzt ja kaufen, das Zeug. Also noch mehr Futter kaufen. Da wollte ich eigentlich gar nicht. Eigentlich wollte ich jetzt ein bisschen Geld verdienen. Ja, hat sich gerade erledigt. Obwohl, doch, Geld verdienen mache ich trotzdem. Ich werde mal gucken, wie viel Leder die jetzt hergestellt haben, wie viele Felle. Und dann schaue ich mal, wie viele ich von diesen komischen, ich weiß gar nicht, was das waren. Haferkörner, Materiallager, ja. Dann kommt die hier auch rein. Schön. Stroh auch.
Immer noch ziemlich schwer. Das Ei natürlich nicht. Pelze. Ich habe ein paar Pelze dabei. Ja gut, die haben ja jetzt aber nicht so mega Gewicht. Ich trage ziemlich viele Trinkschläuche. Ja, jetzt kommt natürlich jetzt ins Nahrungsmittellager. Okay. Ist das hier eigentlich mit dem Wasser? Wie verbrauchen die doch jetzt auch ein bisschen Wasser haben sie? Aber die verbrauchen wirklich ganz wenig Wasser. Das ist echt top. Top, die Leute. So, den packe ich hier rein. Einen behalte ich. Das Verdorbene kann hier rein. Und hatte ich noch irgendwas? Ach ja, das Ei. Ich finde das gut. Drei Apfelsetzlinge, zwei Birnbaumsetzlinge. Und ich glaube, hatte ich nicht noch Setzlinge hier? Ich würde gerne mal ein paar Setzlinge einsetzen. Weiß zwar nicht, ob das jetzt geht, aber. Die habe ich nicht. Habe ich doch schon alle dabei. Sehr schön. Dann wollte ich mal. Ach ja, ich wollte noch Leder und Pelz gucken. Vor allen Dingen Leder wäre jetzt wichtig. Leder, Leder, Leder. Es ist 139, das ist doch gut. Das ist schon ganz ordentlich. Pelz habe ich auch sehr viel da. Ich glaube, wenn ich das. Ich habe einen Bogen mitgenommen. Nein, will ich nicht mitnehmen. Wenn ich das jetzt alles mitnehme, dann ist es wahrscheinlich vorbei mit Tragen. Oder mit Laufen überhaupt. Die ganzen Holzspeere könnten auch mal weg. Können wir auch verkaufen. Pelz. Was ist das denn? Habe ich nochmal drüber genommen? Nee. Hä? Achso, ich habe wieder. Ah, deswegen. Ich habe hier oben gefiltert, ja. Das wollte ich gar nicht. Da, jetzt, 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 jetzt. Ach ja, das so viel. Da muss ich ein bisschen Pelz rauspacken. 154 Kilo. Okay, leicht über. Ja, okay, hat 97 Kilo. Ich weiß nicht mehr, in welchem Verhältnis man das braucht. Ah, gut, komm. Gehen wir ganz gemütlich da einmal hin. Und dann Schneiderei, genau. Stelle ich mal her, was auch immer man da herstellen konnte. Was wollte denn die eine Dorfbewohner an Klamotten? Das muss ja auch in dieser Saison passieren. Dann warme Kleidung. Kappe mit Haube. Muss ich gucken, weiß ich gar nicht. Ob ich das kann. Ich glaube, Schuhe kann ich jetzt herstellen mit den beiden Sachen. So, wollen wir mal gucken. Kappe mit Haube. Kappe mit Haube. Wo ist. Ach, hier, warte mal. Hier vielleicht Mütze. Kappe mit Haube. Ja, Leingewebe und Leingarn. Aber vielleicht habe ich das. Muss ich mal gucken. Aber ich habe noch gar nicht die. Oh, ich habe noch gar nicht die Technologiepunkte. Es könnte also sein, dass ich das gar nicht fertig kriege. So, ich meine, es waren Schuhe. Irgendwo war nur. Hier gibt es nur Leder. 12. Pelz und Leder. Einmal das hier. Pelzschuhe. 10 und 8. Zwei Pelz. 24 Leder. Nee, das ist doof. Andersrum wäre besser, wenn ich mehr Pelz brauche. Er ist 16 und 12. Was kann ich eh noch nicht? Kann ich das schon? Ja. Dann machen wir das doch mal. Und dann machen wir da mal. Ja, 17 Stück. Die lassen sich doch bestimmt ganz gut verkaufen. Der tapfere Schneider dann hier. Mir fehlt jetzt Leder, ja. Das habe ich mir fast gedacht. Neues Level Produktion. Okay, was da. Okay, was machen wir da mal? Handwerksexperte. Nee, schnelleres Handwerken, nie Experte. Bau. Ach, ich glaube, hier wollte ich sparen, oder? 5% geringere Ausdauer beim Bauen. Na, ich lasse es erstmal so. Gut. Ja, schön. Ich bräuchte mehr Leder. Pelz packen wir zurück. Leder auch. Vieles nicht mehr über. Pelzschuhe. 170. Das wäre schon ganz gut. Weißt du was? Wir latschen mal kurz nach. Diesmal markiere ich mir das aber. Er ist noch markiert. Kurz nach Denitzer. Und schauen mal, wie viel ich dafür kriege. Pro Paar.
Es ist ja meist immer weniger, als da hinten steht, ne? Da steht es 170. Dann kriege ich vielleicht 80 oder was. Ich weiß nicht, wonach das bestimmt. Oder kann man bei jedem Händler unterschiedliche Preise bekommen? Das wäre natürlich auch, Dann müsste man ja wissen, bei wem kriegst du am meisten. Aber das weiß ich nicht. Habe ich noch nie überprüft. Das wäre natürlich fies. Aber gut, wir schauen mal. Wir schauen mal. Ja, dann ist der Weizen wahrscheinlich erst in der nächsten Saison fertig. Das ist schade, da muss ich Futter kaufen. Ach Mann. Da kostet auch wieder das Geld. Und der Esel, der will ja wahrscheinlich auch was futtern. Da kostet auch wieder Geld. Alles kostet Geld. Furchtbar. Ich werde natürlich mal gucken, ob es günstiger ist, wenn ich Roggen und Weizen kaufe. Anstatt die fertige Tiernahrung. Vielleicht ist es ein bisschen günstiger. Wenn ich das irgendwo bekommen kann. Ich laufe schon wieder falsch, ne? Ja, kann ich schon mal gleich die Axt in die Hand nehmen. Kommen nicht gleich wieder Wölfe. Läuft der Luchs. Häschen gibt es hier viele. Aber die bringen ja nicht wirklich was. Ah, ist das schön. Ich mag dieses Geräusch, ne? Dieses Knirschen unter den Füßen, wenn du über Schnee läufst. Das mag ich. Die haben sich noch nicht erholt, die Wölfe. Gut, dann verkaufen wir da mal alles. Oh, ich hoffe, die haben schon wieder Geld hier. Die habe ich doch letztes Mal schon geschröpft. Moin. Kinga, du hast auch noch ein bisschen Geld, ne? Ja, ein bisschen Geld hast du noch. Okay, was gibst du mir dann für die Schuhe? Hier, Pelzschuhe. 119, naja. 1500. Zack, und weg damit. Noch irgendwas? Nee. Ach nee, oh, ich kann auch hier verkaufen. See you soon. Sie hat nicht genug Geld. Hier irgendeiner. Achso, was könnt ihr eigentlich so? Landwirtschaft wäre cool. Zwei Landwirtschaft. Oh, hier. Godzimira. Wobei ich jetzt auch nicht wüsste. Doch, ich habe doch ein Haus frei. Ich habe doch ein Haus leer. Ich habe ein Haus leer, ja. Ist auch wieder perfektes Deutsch. So, komm mal her. How are you? Mathilda, du kaufst mir jetzt den Rest ab. My wares never disappoint. Du hast noch Geld, sehr gut. Vier. Ich glaube, so ein Esel war echt irgendwo bei 5000. Also ich könnte da mal kurz rumgucken. Goodbye. Aber da müsst ihr nicht unbedingt bei sein. Das würde ich gleich nochmal kurz machen. So, jetzt will ich mal gucken. Ja, ich bräuchte dich in der Landwirtschaft. Hallo. Ja, ich bin gerade bei einer neuen Siedlung und großartig. Mach dich auf den Weg. Ja, goodbye. Oh, ist die freundlich. Das ist ja super. Habe einen Erben. Ja, da bin ich ja gerade dabei. Das ist die nächste Quest. Wie heißt du nochmal? Ich muss dir mal kurz ein Haus zuweisen. Godzimira. Godzimira, verwalten. Kommst in ein leeres Haus? Es gibt, glaube ich, nur noch eins. Da kommst du erstmal rein. Da wird es dir gut gehen. Das müsste jetzt das Haus, das Landwirtschaftshaus sein. Ja, das muss ich mal ausbessern noch. Das machen wir. Das heißt, sie hat dann erst 6% Zufriedenheit. Ist aber nicht schlimm. Ich werde jetzt mal kurz nach den Eseln gucken. Und das war doch Tutki, glaube ich, ne? Da wurde ich hingeschickt. Ja, Tutki, da wurde ich hingeschickt für die 1000 Baumstämme. Da gucke ich mal eben nach, was sie kosteten. Ich weiß es nicht mehr. Ihr schreibt es wahrscheinlich auch in die Kommentare, aber ich gucke trotzdem einmal nach. Würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche, nächste Woche nicht, in der nächsten Folge, also morgen quasi, wieder dabei seid. Und ich verbleibe mit einem Ciao, ciao.